So, gute Laune. Wir sind gleich Level up. Willkommen zurück zu Echo. Hier, man sieht's. Dann können wir endlich mal Myrtle hier. Das ist schon wirklich der nächste Plan hier. Ich hatte so ein bisschen weitergemacht, nur offscreen. Das bisschen hier. Naja. Und danach geht's gleich richtig weiter mit verringerten Kosten. Hoffentlich. Die paar Steine da. Was wir schon mal machen könnten, ist hier die Steine umwandeln. Die 500, die ich da gesammelt habe. Ja gut, dann dauert es eben so lang. Ah, ich... Wisst ihr, zu euphorisch bin ich. Und zu dumm zum Nachdenken. Hier. Andererseits ganz schön. Alle da hinsetzen. Da ich das Ding hier so schlecht rauskriege. Habe ich auch von einigen Kakteen noch die Wurzeln noch nicht abgeschlagen. Ja, ach, komm schon. Oh, jetzt stapelt sich das hier. Na toll. Hier ist ja die Wanderherde hier. Die werden auch immer mehr. Den hat sich gerade nicht viel getan. Ist aber gut so, wir haben schon genug Holz. Und wir haben noch die ganze Insel. Zur Not. Da ist noch alles voll. Mit den Dingern. Ich sollte aber wirklich mal... Tage mal ruhen hier. Ich habe mehrere Folgen an in wenigen Tagen aufgenommen. Und ich habe die alle noch vergessen zu rendern. Beziehungsweise wenn die draußen ist, dann habe ich schon längst gemacht, aber trotzdem, ne? Ich das alles hier aufgenommen hatte. Ich glaube, da liegen bestimmt 150 Videos davon rum. Alter Falter. So, und die schieben wir gleich nochmal hinterher. Ach ja, unten habe ich auch nochmal Truhen gepackt. Da habe ich nämlich hier die Pflanzen, also die Pflanzenfasern unten reingepackt. Alles an Pflanzenfasern, die ich hatte, sind jetzt hier in diesen Truhen drin. 3 und 4. Ich könnte noch mehr holen jetzt, aber... Ja. Ah, jetzt tragen sie alle ihre Blüten. Komisch, es ist weniger los als da oben. Was ist denn da oben dann? Doch, mach ich jetzt gerade.
die Sandsteine wollte ich noch verwahren, damit ich die dann im Nachhinein mörteln kann. Wenn es soweit ist. Na komm schon. Mach doch mal voran, hey. Nicht zuerst so angebracht. Ich muss jetzt noch mal was tun. Ja, ja, und wieder fällig Holz. Ich weiß. Francis! Kann das nicht mal einer für mich machen? Wobei. Ich lasse erst fällen, wenn Francis da, wenn ich auf 7 bin. Da kann Francis meinetwegen kommen. Auf dieser Insel soll es kein Holz mehr geben. Lass mich bloß in Ruhe! Leute, die nicht wissen, wovon ich rede. Gothic 2 gibt es ja diesen... bei den Piraten diesen Charakter. Francis. Der möchte gern Stellvertreter des Captain Greg. Ja, dafür, dass er seine Arbeit mangelhaft erledigt hatte. Hat Greg ihn halt zur Strafe Holzfällen geschickt. Da arbeitet er, bis er schwarz ist. Nur, was ist passiert, als die Orks Corinnes eingenommen hätten? Ich meine, Torus ist klar, der wurde dann einer der besten Orksöldner von denen. Ja, aber, aber hier die Piraten, was wurde denn aus denen? Nach dem Ork-Überfall. Konnten sie entkommen oder wurden sie auch abgeschlachtet? Wobei, wie konnten sie denn entkommen, wenn keine Boote da waren? Wobei, die könnten vielleicht Boote gemacht haben. Bei dem vielen Holz, das Francis dann gefällt hatte, gesägt hatte. Wie auch immer, ne? Wo war ich da? Naja, Fragen über Fragen. Da gibt es einiges, was mich noch ins Leere stößt. Viele Mysterien gilt es aufzuklären in der Welt von Gothic. Aber wir finden auch so viel Eigenes dazu, scheinbar.
bin ja nur am Fällen. Der Dingens hier, Francis, der sägt die ja nur. Oh ja, und da träumt man schon wieder von einem, von so einem Spiel im Stile von Gothic. Oder in der Welt von Gothic eben. Ah, so ein Survival-Game rund im, ne? Ja gut, es gibt ja noch Strafkolonie Online. Wo man halt Roleplay-Server macht oder hier, wie heißt es, Deathmatch. Aber weiß nicht. Aber es ist nun mal ein Roleplay-Server und so wirklich Holzfällen kann man da leider nicht. Was da? Ich hatte das bei Dingens gesehen, bei. Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen. Bei Merlin Place heißt er ja inzwischen, die ich erstmal ich Spießsack, dann ich Berg. Da hat er ja schließlich. Also da konnte ich das so ein bisschen Einblick davon gewinnen. Uiuiui. Mein Deutsch lässt nach. Es ist halt wieder warm, ey. Sollte jetzt eigentlich gleich soweit sein. Ja, eine Sekunde, aber irgendwie auch wieder nicht. Jetzt, Allah. Wir sind Level 6. Und wir haben einen Punkt bekommen. Wir packen den auch in Mortaring rein. Aber sofort. Ist ein Mörtel-Spezialist geworden. Wow. Ja, kann ich nichts davon nehmen. Gott sagen. Endlich, wir haben einen Levelaufstieg erlebt. Und ich sagte letztens noch, das kriegen wir nie im Leben mehr mit. Das ist mir dieses Mal nicht vergönnt gewesen, sagte ich. Nein, es ist anders gekommen. Also schmeiß mal an die Scheiße hier. Oh, ich habe ja jede Menge Agaven gegrillt. Stimmt ja auch wieder. Sisse, und schon kostet es 10 Fiber, Pflanzenfasern, vorerst. Nachher wird sowieso immer weniger kosten, warte mal. So, wir fangen schon mal an. Jetzt achten wir unten auf die Leiste, wie schnell das jetzt geht. Ich werde jetzt noch einen anderen Auftrag noch drin auf anschmeißen. Nämlich mit dem Holz sparen. So, zack, zack, zack. Es kostet nur 2 Sand. Oh.
kostet zwar immer noch ein bisschen viel, aber das kommt alles wieder. Ich habe bloß nur keine Ahnung, wie viele Steinziegel dann wir jetzt herstellen können. Also das hätte ich auch vorher ausrechnen können. Bong. Warte mal. Vielleicht kann ich jetzt noch. 254. 254. So, Mörtel sind wir schon Level 2. Das geht auch schneller, weil wir mehrere Aufträge. Der 57. Ich sag mal, wir machen mal 300 vorerst. Seine Zeit jetzt dauern. Das ist mir jetzt auch eine große Aufnahmepause wert, dann gleich. Wie lange dauert das jetzt? 42 Minuten, naja. So, wie sieht es hier aus? 12 Tage, 5 Stunden. Toll, 800 Erfahrung, ja. So. Naja, zumindest bei der Rate momentan. Wir müssen unsere Rate vergrößern, indem wir hochwertiges Essen herstellen. Eieiei. Aber gut. Das ist, es geht voran, wie man sieht. Es geht voran. Endlich mal so richtig. Nochmal Holzfällen? Nein, Quatsch. Reicht's. Ich geh pennen. Hätte ich jetzt gesagt, aber brauche hier eine Pause. Gut. Bis zur nächsten Aufnahme, wann die auch immer sein wird. Ciao.